Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich nehme diese Folge direkt im Anschluss an die andere, an die letzte Folge auf. Deswegen musste ich nicht so qualvoll lange auf die nächste Folge warten. So, dann würde ich sagen, wir gucken erstmal die Bücher an, was hier so drin steht. Der sechste Kreis der Magie, na gut. Wir haben nicht mehr den ersten erreicht, also damit brauchen wir uns überhaupt noch nicht zu befassen. Der vierte Kreis. Dann ist das hier wahrscheinlich der dritte. Ne, der fünfte. Okay. Das ist irgendwie nicht so richtig geordnet hier. Liebe Leute, ihr habt doch genug zu tun. Die Prüfung des Feuers. So ein Novize nicht erwählt ist, mag es sein, dass er trotzdem die Bereitschaft verspürt, sich der Prüfung der Magie zu unterwerfen. Wenn er diesen Entschluss reiflich überlegt hat und er darauf besteht, ist es ihm gewährt, die Prüfung zu verlangen und keinen Magier darf sie ihm verweigern. Doch nicht nur die Prüfung der Magie wird ihm auferlegt, sondern er soll durch das Feuer seine Erleuchtung finden. Wenn er vor dem Hohen Rat darauf besteht, so soll ihm die Prüfung des Feuers gewährt werden. In dieser Prüfung soll gleichermaßen die Klugheit, Stärke und das Geschick des Novizen gefordert werden. So soll er drei Prüfungen erfüllen, jede empfangen durch einen der Magier des Hohen Rates, bevor er den Eid der Flamme schwört und den Bund mit dem Feuer eingehen kann. So ist es Enos Wille und so soll es geschehen, der Hohe Rat. Jetzt wissen wir also, wie wir die Prüfung des Feuers absolvieren könnten, wenn wir jetzt nicht offiziell zugelassen werden. Der erste Kreis, das können wir uns auch schon mal durchlesen. Die Runen des ersten Kreises und die zu deren Herstellung benötigten Ingredienzien. Für Licht brauchen wir eine Goldmünze, für Feuerpfeil ein Stück Schwefel, für den kleinen Blitz brauchen wir einen Bergkristall, für ein Goblin-Skelett brauchen wir den Knochen eines Goblins, für leichte Wunden heilen brauchen wir eine Heilpflanze, für die Herstellung einer Rune ist jeweils eine der aufgeführten Ingredienzien erforderlich. Dem Anwender muss die Formel für den Zauber bekannt sein und er muss einen blanken Runenstein sowie eine Spruchrolle des jeweiligen Zaubers besitzen. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann er am Runentisch zu Werke gehen. Runensteine werden wir später kaufen können, wenn wir Magier sind. Was ich auch so ein bisschen blöd finde, ist, dass man den Zauber nochmal als Spruchrolle kaufen muss. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht, weil dadurch entstehen unnötige Kosten. Und von einem Magier erwartet man ja eigentlich, dass er übelst viele Zauber kann. Hey, ich bin Meister Hyglas, Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Es ist dir also von Meister Palan gestattet worden, die Schriften zu studieren. Dann ist es jetzt an dir, genau das zu tun. Lerne, auf dass du Erleuchtung in der Schrift findest. Okay. Was studierst du, Meister? Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer, die Macht Enos. Es ist sein Geschenk und zugleich eine mächtige Waffe. Und ich erschaffe Runen, in denen diese Kraft ruht. Aufschlussreich. Kannst du mir das beibringen? Die Magie wird von Enos verliehen. Nur seinen Dienern, den Feuermagiern, ist es möglich, zu lernen, diese Macht zu beherrschen. Das heißt auf gut Deutsch, wir müssen erst Magier sein, bevor wir bei ihm lernen können, Runen herzustellen. So, was bist du für einer? Was kannst du? Was kann ich für dich tun, Novize? Mir sagen, was du tun kannst. Ich bin hier, um die Schriften zu lesen. Verstehe. Wenn du zwischen deinen langwierigen Studien mal Zeit haben solltest, komm zu mir. Ich hätte da noch eine Sache, für die ich einen verschwiegenen Novizen gebrauchen könnte. Verschwiegener Novize? Du hast eine Aufgabe für mich? Ja, es geht um diesen verrückten Ignaz. Er lebt in Korinis und forscht an verschiedenen Tränken und Heilmitteln, aber auch an Zaubersprüchen. Und gerade das bereitet mir Sorgen. Ich frage mich, ob seine Magie Enos gefällig ist. Um das zu prüfen, brauche ich einige seiner Spruchrollen. Ich will, dass du in die Stadt gehst und mir drei Spruchrollen von ihm besorgst. Aber zu niemandem ein Wort. Klar. Klar. Hier sind 150 Goldstücke. Das wird deine Auslagen wohl decken. Oh, danke schön. Was genau ist deine Aufgabe?
mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Aber die stelle ich nur Angehörigen des Ordens zur Verfügung. Okay, das heißt, bei dir bekommen wir interessante Spruchrollen. So, dann will ich mal zum Punkt kommen, weil ich ja mit euch weiter nicht reden kann. Ich fordere die Prüfung des Feuers. Die Prüfung des Feuers stammt aus alten Tagen und ist schon lange nicht mehr abgehalten worden. Was du da forderst, ist viel zu gefährlich, also denke besser nicht weiter darüber nach. Sagst du. Gut, dann spreche ich mit einem anderen darüber, wenn du nicht willst. Ist das halt so. Dann gehe ich petzen. So. Ich hätte das nicht gedacht. Wie sieht's denn aus, Palan? Können wir mit dir darüber sprechen? Das wird sich nie ändern. Ah, ja, können wir. Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Was? Immer wieder das Gleiche. Ist das wirklich dein Ernst? Ich bestehe darauf. Du bist ein außergewöhnlicher Novize. Nun gut, wenn es dein Ernst ist, dann sprich mit Meister Pyroka. Ich handle stets in Innos Namen. Natürlich ist es mein Ernst. So, jetzt kommen wir endlich ein bisschen voran hier. Meister Pyroka, ich möchte Feuermagier werden. Ich will die Prüfung des Feuers ablegen. Du weißt, du willst die Prüfung des Feuers ablegen? Ja, ich berufe mich auf das Gesetz des Feuers, das besagt... Wir kennen das Gesetz des Feuers. Wir sahen auch viele Novizen bei der Prüfung sterben. Diese Entscheidung hast du nicht reiflich überlegt. Doch, das habe ich. Ich will die Prüfung. Und ich werde sie bestehen. Wenn du ausdrücklich darauf bestehst, dann wird der Hohe Rat dich vor die Prüfung stellen. Ich bestehe darauf, dass mir die Prüfung des Feuers gestellt wird. Dann soll es sein. Wenn du bereit bist, wird dir jeder Magier aus dem Hohen Rat eine Prüfung stellen, die du erfüllen musst. Möge Innos sich deiner Seele erbarmen. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Und nur Innos alleine weiß, ob du sie auch bestehen wirst. Du wirst jene Prüfung ablegen, die auch die erwählten Novizen bestehen müssen. Die Prüfung der Magie. Du weißt ja sicherlich, dass nur einer der Novizen die Prüfung bestehen kann. Verstehe. Wer sind denn meine Konkurrenten? Innos hat in seiner Weisheit 3 Novizen erwählt, die ebenfalls diese Prüfung zu bestehen haben. Argon, Igaraz und Ulf. Sie haben bereits die Suche begonnen. Doch genug davon. Höre die Worte der Prüfung. Folge den Zeichen Innos und bringe uns das, was der Gläubige hinter dem Pfad findet. Diesen Schlüssel wirst du brauchen. Wir haben dem nichts weiter hinzuzufügen. Okay, was der Lehrling hinter dem Pfad findet, das haben wir im Prinzip eigentlich schon entdeckt. Das war nämlich diese, wenn man den Innos-Schreinen komplett folgt, was wir gerade getan haben in den letzten beiden Folgen, landen wir früher oder später in diesem Waldstück, wo wir vorhin waren, wo alles so zugewuchert ist und wo so eine versteckte Höhle ist. Da müssen wir hin, für Pyroka. Da steht wohl irgendwo, glaube ich, eine Truhe oder irgendein verschlossener Raum und da müssen wir rein. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. Es verwundert mich nicht, dass du das alte Gesetz kennst. Aber ich schätze, du hast keine Ahnung, auf was du dich eingelassen hast. Bedenke, dass ein ungeduldiger Geist nicht vor der Prüfung des Feuers bestehen wird. Es ist lange her, dass diese Prüfung abgelegt wurde. Und es gibt nur einen Mann, der sie je überlebt und auch bestanden hat. Damals war er noch ein junger, aufstrebender Novize. Heute hat er längst seinen Platz im Hohen Rat gefunden. Ich spreche von Serpentes. Er wird nicht mehr lange der Einzige sein, der die Prüfung bestanden hat. Dann will ich dich nicht länger warten lassen. Höre meine Prüfung an dich. Erschaffe eine Feuerpfeilrune. Das ist alles.
Möge Innos dir beistehen. Das klingt jetzt nicht so schwer. So, Serpentes. Du bist also der Jüngste von den allen hier. Ich hörte, du hast die Prüfung des Feuers bestanden. In aller Demut kann ich dir dies bestätigen. Jeder andere, der es versucht hat, ist dabei gestorben. Du solltest nicht versuchen, diese Prüfung abzulegen. Dein Geist ist schwach. Diene lieber dem Kloster und vielleicht wirst du in ein paar Jahren erwählt. Ich werde die Prüfung bestehen. Wenn es Innos Wille ist, wirst du das. Aber wenn nicht, dann wirst du versagen. Ich stelle mich deiner Prüfung, Meister. So, du willst es also wissen. Nur ein mutiger Novize fordert die Prüfung. Aber Mut ist nicht alles, was du brauchst. Bist du auch schlau genug, die Prüfung zu bestehen? Bist du stark genug, gegen die Gefahren anzutreten, die auf dich warten? Falls nicht, wirst du dafür mit deinem Leben bezahlen. Also höre nun deine Prüfung. Suche am Platz der Steine den, der nicht geboren, finde ihn, der einst gerufen. Bezwinge den, der nicht bezwungen werden kann. Messe dich mit dem lebenden Fels, kämpfe mit dem niemals sterbenden Stein und zerstöre ihn. Lebender Fels? Was für ein Wesen meinst du? Ich habe dir alles gesagt. Oder findest du diese Prüfung etwa zu schwer? Jetzt wirst du erfahren, was es bedeutet, die Prüfung des Feuers abzulegen. Ich werde dir keine weiteren Fragen beantworten. Musst du auch nicht. Ich glaube, lebender Fels sollte schon Hinweis genug sein. Wir müssen einen Steingolem zerstören. Und da ist es unser Glück, dass wir ja unten im Keller in diesem Kloster einen Hammer haben, mit dem dieser Fels schon mal bezwungen wurde. Und wir haben ja sonst keinen Hammer. Mit einem Schwert braucht man es gar nicht erst versuchen. Deswegen schnappen wir uns nachher einfach mal den Hammer. Hey! Ich habe die Prüfung des Feuers gefordert. Ulta hat mir die Aufgabe gestellt, eine Feuerpfeilrune zu erschaffen. Und jetzt willst du, dass ich dir die Formel beibringe? Ich weiß nicht, wie ich es sonst schaffen soll. Gut, ich bringe dir die Formel bei, aber erst, wenn du alle Rohstoffe dafür besorgt hast. Welche Rohstoffe brauche ich für eine Feuerpfeilrune? Lies es nach. Es steht in den Büchern. Achso, hey. Ja. Woher bekomme ich einen Runenstein? Hey, du hast die Prüfung des Feuers gefordert, nicht ich. Es ist Teil deiner Prüfung, das herauszufinden. Ja, ich weiß ja zum Glück, wo ich es herbekomme. Ich brauche noch einen Feuerpfeilzauber. Und Schwefel, glaube ich, ne? Schwefel? Genau, Schwefel habe ich, glaube ich, noch. Hoffentlich. Moment, ich guck mal. Feuerpfeil habe ich nicht mehr, leider. Habe ich kein Schwefel? Oder sehe ich es nur gerade nicht? Ich habe echt kein Schwefel. Das ist doof. Das ist richtig doof. Ja, hoffentlich hat Gorax, der ja auch die Runensteine hat, ein Stück Schwefel. Ich brauch... Okay. Er hat doch keine Runensteine. Na, zumindest kann ich mir bei ihm schon mal einen Feuerpfeil besorgen und Schwefel. Ah, Moment, ich glaube, dafür müssen wir die anderen Aufgaben machen. Ich glaube, entweder beim Golem liegt ein Runenstein. Oder eben hinter der Pforte. So, hier ist ein Vergessenzauber, ich brauche aber einen Schlafzauber. Wir haben einen Schlafzauber, ausgezeichnet. Denn der Typ, der da unten steht, der Novize, der auf den Hammer und auf das Schild aufpassen soll... Er ist ja so überzeugt davon, dass er niemals einschlafen wird. Und er steht da unten schon eine ganze Weile rum. Deshalb wird er wahrscheinlich schlafen wie ein Stein, wenn wir ihn einschläfern. Und wird dementsprechend auch nicht mitbekommen, dass wir den Hammer nehmen.
Gut, dann nehmen wir das mal. So. Träume süß, mein Kleiner. Aber den heiligen Hammer. Und zack, sind wir weg. Der schläft echt fest, ne? Wir konnten ruhig reinrennen. Ruh dich ruhig mal ein bisschen aus. Ich bring den Hammer ja wieder. Ich brauche ihn ja sonst nicht. So, dann wollte ich sagen, fangen wir mal die Prüfung des Feuers an, wa? Die Prüfung des Feuers. Ich habe da so lange drauf gewartet, aber vorher schlafe ich. Ich habe keine Lust, schon wieder hier im Dunkeln rumzustratzen. Augenblick mal, hatten wir nicht noch eine andere Quest? Mit Babbo? Oder haben wir die schon erledigt? Er hat ja irgendwie was erzählt mit Druckmittel und so. Moment, das muss ich erstmal kurz prüfen. Der lebende Fels, Rune des Feuers, bla bla bla. Ein Gang in die Stadt. Ach so, wir haben Meister Karas. Okay, Babbo will nur in den Kräutergarten. Das kann ich aber bis jetzt nicht organisieren. Für Innos. So sieht's aus, Meister. Babbo, wo bist du? Hey, hast du tatsächlich die Prüfung des Feuers gefordert? Ja, und ich habe vor, sie zu bestehen. Gut. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Ich kann dir eine sehr nützliche Spruchrolle geben. Einen Schlafzauber. Interessiert? Was willst du dafür? Jedem Magier steht bei der Aufnahme ein Wunsch zu. Und wenn du tatsächlich die Prüfung des Feuers bestehst, dann kannst du dich dafür einsetzen, dass ich im Kloster bleiben darf. Okay. Das ist jetzt schon wieder so ein Konflikt. Lasse ich es zu, dass Babbo in den Kräutergarten kommt? Oder lasse ich es lieber zu, dass Dyrian im Kloster bleiben darf? Ich lasse Dyrian im Kloster. Okay, gib mir die Spruchrolle. Viel Glück während deiner Prüfung. Möge Innos dir beistehen. Vielleicht komme ich auch nie wieder, wer weiß. Ja, ich wollte eigentlich zu Babbo. Babbo. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann mich an irgendeine Quest erinnern, aber wenn ich Magier bin, dann, dann gibt es diese Quest einfach nicht mehr. Und die steht auch nicht im Questbuch drin irgendwie, also. Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Gut, ihr wolltet sagen, ich bin nicht nur ein bisschen verwirrt, aber ist ja in Ordnung. Wo ist jetzt eigentlich mein Pfeil und Bogen? Warum ist der nicht mehr angelegt? Habe ich das etwa vergessen, nachdem ich den gekauft habe? Wahrscheinlich, wa? Ja, ich würde sagen... Auf dem Weg dorthin müsste ja schon der Golem sein, deswegen werde ich direkt mal mit dem Golem kämpfen müssen. Es wird aber, glaube ich, nicht lange dauern, weil Heimer sind ja äußerst effektiv gegen Steingolems hier im Spiel. So. Wir müssen darüber. Ist natürlich ein bisschen doof, dass wir jetzt den gleichen Weg Igarats